Ich begrüße euch und bei euch ist Barbarossa und heute wir erstellen die neueste Version mit Mods. Ja Leute, wahrscheinlich ganz viele Leute, sie hatten so Probleme gehabt. Barbarossa, wie soll ich neue Version mit Mods erstellen? Ich will mit Mods, ich spiele ganze Zeit Vanille, Minecraft, aber ich will schon mit Mods. Ja Leute, dann ich beantworte über eure Frage und ich rechne jetzt eure Probleme. Deswegen, ich mache jetzt heute so die Video über den. Ja, zumindest ihr braucht den Launcher. Na klar, ohne den Launcher, es gibt kein Minecraft und es gibt keine Mods. Hier, der Launcher. Dann müsst ihr ganz genau hier bei Tail Mods klicken. Nicht hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Und nicht hier. Genau bei Tail Mods. Bei jedem, ich glaube, es wird laden, aber das ist normal, weil ihr habt ja überhaupt so nicht da reingegangen. Deswegen. Es ist so bei euch warten, also laden, da müsst ihr warten. Aber egal. Jetzt. Also bei euch, es wird so sein. So, genau so. Da müsst ihr genau bei Erstellen klicken. Genau bei Erstellen. Dann kommt jetzt bei euch sowas raus. Dann, ich weiß nicht, also welche Version ihr wollt spielen. Es gibt 1.12.2, 1.16.5, 1.18.2, 1.19.2, wie ihr wollt eigentlich. Ich nehme jetzt einfach die 1.18.2. Das lassen wir einfach, also Forge, also wie ihr wollt, Fabrik, Forge oder Kühlt. Ach, mein Hund. Versionname. Dann müsst ihr genau die Version wählen. 40.2.17. Name, wie ihr wollt. Also das ist eigentlich egal. Ich schreibe einfach 1.18.2. Neue oder Mods. Dann müsst ihr genau hier klicken bei Erstellen. Jetzt. Der erste Schritt ist schon fertig. Jetzt kommt der zweite Schritt. Wie ladet man eigentlich Mods? Dann müsst ihr genau hier klicken, beim Mods. Hier, jetzt sind wir hier dran. Dann müsst ihr, also wie ihr seht, es gibt also ganz viele Mods hier. Ganz viel verschiedene Mods. Dann müsst ihr eigentlich einfach nur klicken bei Installieren. Hier, wir haben schon das installiert. So, wir gehen weiter. Also, da können Sie egal welche Mods installieren. Das kommt jetzt nur von euch da dran. Ich installiere jetzt ein paar Mods. Also, die hier. Was kann ich jetzt noch installieren? Naja, ich installiere jetzt Möbel. Dann könnt ihr, na klar, also auch hier klicken. Dann können Sie auch die Resource Pack installieren, wie ihr seht. Hier. Ich installiere das auch jetzt. Ihr könnt auch, na klar, die Maps installieren, die neuen Maps. Lucky Block und so weiter. Ihr könnt auch die Shaders installieren, das geht auch. Kein Problem, aber das kommt schon also von eurem Computer daran an. Ob er sehr stark genug ist. So. Es gibt auch die Option eigentlich. Also, wenn ihr hier klickt, genau hier da drauf, dann installiert ihr also schon neue Mods-Paket. Also, dann habt ihr genau hier, schon ein neues Paket, wo ist schon alle also Mods schon drin und schon vorbereitet für euch. Aber das sind die verschiedenen Mods und deswegen. Dann müssen Sie einfach dann schon hier klicken. Da können Sie sehen, also welche Version oder also was haben die jetzt erstellt. Dann müssen Sie genau hier klicken. Bei der Zeichen von Einstellungen. Da können Sie jetzt sehen. Name Mods, Spielvision. Alles ist prima, alles ist gut. Dann ist es auch fertig. So, der Schritt ist fertig. Ja, jetzt schon kommt
Das dritte Schritt. Wie spielen wir eigentlich? Dann müssen Sie genau hier die Version wählen. Hier. Wenn Sie sind auch also daran fertig, dann müsst ihr jetzt eigentlich nur klicken, Spiel beitreten. Dann wird es laden. Dann habt ihr schon das. Hier. So, dann können wir hier schon sehen. Es ist schon also alles schon hochgeladen. Und wir sind schon in Minecraft drin. Dann gehen wir jetzt bei Optionen. Hier. Schon alles drin. Wir lernen das, na klar. Es wird jetzt dauern, so ein paar Sekunden. So, schon fertig. Dann gehen wir jetzt bei der Einzelnen spielen. Wir stellen jetzt neue Welt. Und so. Und jetzt, ihr könnt das sehen. Ich bin hier drin. Hallo, das bin ich. Wir sind jetzt hier drin. Und ihr könnt es sehen. Wir haben jetzt Mods. Wir haben jetzt Möbel. Und so weiter. Ja. Ja, Leute, dann das war's schon für heute. Wenn die Video hat euch sehr gut gefallen, wenn die Video hat auch euch geholfen, dann macht sie dann den Daumen hoch. Und vergessen Sie nicht, mich abonnieren. Weil ganz häufig die Leute, sie vergessen mich zu abonnieren und das macht mich schon sehr traurig. Ja, ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns nächstes Mal und wir sehen uns. Ciao.